Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, befinden wir uns in Malabar Tor. Und zwar, um genau zu sein, hier oben in Velynhafen. Da haben wir ja in der Hauptstory hier alles friedlich gemacht, sage ich mal. Und hier gibt es die Quest, ein äußerst unschöner Schnitt. Der ist hier oben. Ich kann es nicht fassen, wenn das jemand herausfindet. Was denn? All das passierte gerade, als es so gut lief. Was macht ihr hier draußen? Es ist gefährlich. Was? Für wen haltet ihr? Oh, ihr wollt mir helfen? Wie großzügig von euch. Ich könnte tatsächlich etwas Hilfe brauchen. Ich bin ein Reisender, wisst ihr. Und ich habe gerade das Wohnviertel besichtigt, als die Doblok angriffen. Ihr solltet verschwinden, solange ihr noch könnt. Das würde ich ja tun, aber ich habe ganz besonderes Handwerkszeug verloren. Ich fürchte, dass die Druplok es an sich genommen oder irgendwo in den ausgebrannten Ruinen versteckt haben. Könnt ihr es für mich bergen? Ich werde mich auf den Weg in Richtung der Docks machen. Ich könnte euch dort im Lagerhausviertel treffen. Ich werde euer Handwerkszeug finden. Ich weiß eure Hilfe sehr zu schätzen, aber lasst uns eines klarstellen. Ich werde euch für die Wiederbeschaffung meines Eigentums bezahlen. Und dafür keine weiteren Fragen zu stellen. Ich muss wissen, was ihr verloren habt. Ah, aber Neugier ist des Khajiits Tod. Und auch der Tod anderer Leute. Aber im Ernst, mein Handwerkszeug ist nichts Spektakuläres. Ich bin nur jemand, der sehr auf seine Privatsphäre achtet. Könnt ihr mir nicht einfach vertrauen? Nö. Sagt es mir oder holt euch eure Sachen selbst. In Ordnung. Ihr werdet es ohnehin nicht verstehen. Ich habe eine kleine Trankflasche, meine Arbeitskleidung, etwas fein gemahlenen Mineralstaub und nun ein Gerät mit Schrauben verloren, auf das ich hier in der Öffentlichkeit lieber nicht näher eingehen möchte. Ist es das, was ich denke? Ein Gerät mit Schrauben? In Ordnung, keine Fragen mehr. Ich bin mir nicht sicher, aber egal. So, Moment, wir müssen hier rein. Ich nehme an, eine Pause würde mir gut tun. Ja, mach ruhig eine Pause, ist kein Thema. Die sind aber alle gut hier mit den Fackeln. Ich war gerade schon ein bisschen irritiert. So, da haben wir schon mal eine Sache. Das Schöne ist ja, da wir die Hauptquest gemacht haben, ist es wie gesagt jetzt hier friedlich drin und man kann sich hier in Ruhe umgucken. Hätte man natürlich auch während der Hauptstory machen können, aber da müsste man natürlich rumlaufen, überall die Leute kaputt machen und so. Die Leute kaputt machen, wie sich das anhört, als ob das Puppen sind. Moment, wo ist das andere? Da ist noch was. Was ist da drin? Nicht weg. Wir versuchen, die Miliz zu überzeugen, bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Ja, das ist doch toll. Das ist Diebesgut. Das sollte ich vielleicht gerade lieber nicht stehlen. Vor allen Dingen nicht, wenn der Typ hier so, der ist zwar leicht paralysiert, so wie der aussieht. Aber auch, weil die Wache uns so daneben steht. Ich habe von euren Taten in Fair gehört, Reisende. Ihr habt der Gerechtigkeit Genüge getan. Ja, das mache ich gerne. Warum stehst du hier so rum und guckst? Du bist doch der gleiche Kerl, oder? Habt ihr euch geklont, oder was? Ich benötige eine Ruhepause. Ja, dann mach doch mal eine Pause. Ach, hier oben. Okay. Das war wieder eine kurze Quest, so wie es aussieht. Das ist alles leer. Was? Die sind ja noch ärmer als ich hier. Gut, wir müssen rüberreiten zu den Docks. Da hat irgendwas vom Langhaus oder sowas, glaube ich, gesagt. Moment. Darum? Aber hier kommen doch jetzt Feinde, oder? Ah, nee, die sind... Ach so, hier sind wir. Nee, da kommen keine Feinde. Okay. Ich war jetzt gedanklich ein bisschen woanders. So, er ist... Versteckt sich in den Büschen. Da hinten ist er. Was machen wir hier? Ihr habt es geschafft. Und sogar in einem Stück. Ich dachte, meine Beine würden bei der Wasserüberquerung nachgeben. Aber genug davon. Habt ihr meine Sachen gefunden? Ich glaube, der sollte was mehr essen. Ja, ich habe eure Sachen gefunden. Hervorragend. Um ehrlich zu sein, war ich mir nicht sicher, ob ihr das auch tatsächlich schafft. Gebt sie mir jetzt.
Ich bin ja schon ein bisschen neugierig, ne? Erst sagt ihr mir, was sie sind und wozu ihr sie braucht. Nein, das werde ich nicht. Ich würde euch eher... Oh, bei Barndars Ohren. Ihr habt die Sachen ohnehin schon gesehen. Mhm. Ich kümmere mich um Probleme, fast so wie ihr. Ich kam nach Velynhafen, um einen Schmuggler und einen Sklavenhändler auszuschalten. Und diesen Auftrag habe ich erfüllt. Leider verhinderte die Invasion meine Flucht. Ihr habt jemanden getötet. Ja, habe ich. Und ich schätze, ihr habt in eurem Leben auch schon ein paar Leute getötet. Ihr mögt vielleicht nicht gutheißen, was ich tue, aber derzeit stehen wir auf der gleichen Seite. Und ich kann euch helfen, den Invasoren von Velynhafen weiteren Schaden zuzufügen, wenn ihr mir mein Handwerkszeug zurückgebt. Na, ob der mir helfen kann, weiß ich nicht. Dann bräuchte der erstmal eine Zeitmaschine oder einen Zeitumkehrer wie bei Harry Potter. Ich würde sagen, 3 Umdrehungen genügen. Ach nee, das ist schon was länger her mit der Hauptstory. Müssten ein paar mehr werden. In Ordnung, hier, bitte sehr. Abt, vielen Dank. Es mag euch überraschen, dass die, die mich angeheuert haben, keine Freunde Velynhavens sind. Was noch sehr viel schwerer wiegt. Sie haben mich nicht bezahlt. Ja, eine Unverschämtheit. Ihren Anführer habe ich schon getötet. Ja, nun, ihr Anführer hat mich nicht angeworben. Das waren seine Leutnants. Ilvan Adnassim und Danzar arbeiteten mit meiner Zielperson zusammen und wollten nicht, dass ihr Befehlshaber das herausfindet. Sie warben mich an, um ihn zu töten. Dann versuchten sie, mich umbringen zu lassen. Ich würde sie ja selbst töten, aber meine Wunde... Welche Wunde? Also hier ist nirgendwo was verblutet oder sonst was. Also da ist nirgendwo Blut dran, meine ich. Oh mein Gott. Ihr wollt, dass ich sie beide töte? Nein, eigentlich nicht. Wenn man nur einen tötet, ist das dem anderen meistens eine Lehre. Es ist nicht sehr klug, potenzielle Auftraggeber auszuschalten, selbst wenn es sich bei ihnen um Feinde handelt. Mhm. Dann müsste ich... Ja, wo müsste ich denn jetzt hin? Moment, das ist doch jetzt hier... Bitte, befreit mich! Ach so, die haben die gefangen genommen. Ich wollte gerade sagen, hä? Aber hier ist doch alles ruhig an den Docks. Wo soll ich denn da jetzt jemanden töten? Moment. Ich weiß noch, dass hier irgendwo so ein Anführer rumschwebte. Und dann haben wir da hinten irgendwo, glaube ich, sind wir dann auf diese Kapitänin. Nee, nicht Kapitänin. Auf diese Soldatin war es, glaube ich, gestoßen. Oder ist der noch unter Deck oder so? Ihr seid alle gut. Habt ihr irgendwo noch einen Bösen gesehen hier? Der ist noch unter Deck. Das Maß der Geißel. Ach so, so heißt das aber, wenn ich da... Oder? Hier sind noch Scharfschützen. Der ist aber hier. Der ist hinten durch, denke ich mal. Was macht ihr denn? Ihr habt ja noch nicht mitbekommen, dass die Revolution vorbei ist. Dass die... dass eure Invasion hier vorbei ist. Oh, Hallöchen. Das habe ich irgendwie leicht übersehen gerade. Ich habe es in dem Moment realisiert, als ich den Knopf schon gedrückt habe. Ist aber nicht schlimm. Wir haben eine leuchtende Träne bekommen. Seit wann kann man denn bei Diebesgut leuchtende Tränen bekommen? Das ist mir neu. Leuchtende Träne, leuchtende Tinte meine ich natürlich. Stand da gerade Träne? Bin ich doof? Kommt das von der Uhrzeit? Das kann natürlich auch sein, weil irgendwie ist es heute nicht die passende Uhrzeit zum Aufnehmen, habe ich das Gefühl. Aber ich bin ja eh immer ein bisschen Matsche in der Birne, seitdem ich krank bin. Deswegen fällt das sowieso niemanden auf. So. Da war der Ausgang. Da müssen wir einmal... Also sonst hätte man sich hier halt eben durchgekämpft und so. Oder man hätte vielleicht dann gewartet damit, bis man die Hauptquest zu Ende gemacht hat. Und dann hier... Hallo Kätzchen. Und dann hier sich durchgekämpft wegen beiden Sachen im Endeffekt. Ich habe es damals immer gemeinsam gemacht. Aber ja, wir haben ja damals gesagt... Achso, der ist ja hier hinter... dass wir die Hauptquest erst machen und dann die Nebenquests. So, da bin ich wieder. Nun, ihr habt mit dieser kleinen Aufgabe kurzen Prozess gemacht. Meine Rache ist abgeschlossen. Ich danke euch und ich stehe in eurer Schuld.
Vielleicht werden wir uns irgendwann wiedersehen. Mag sein. Vielleicht erzählt ihr mir dann etwas mehr über euch. Vielleicht werde ich das, aber besteht nicht so sehr darauf. Behaltet eure Neugier für euch. Es ist besser zu schweigen und für einen Narren gehalten zu werden, als vorschnell etwas zu sagen und die Kehle dafür durchgeschnitten zu bekommen. Also bei mir ist es meistens umgekehrt. Ich rede immer und dann halten die Leute mich für bekloppt. Aber gut, jeden das seine. Wir haben Gold erhalten, sehr schön. Dann schaue ich jetzt mal eben, wo müssen wir denn jetzt hin? Die Schau muss weitergehen, der Ruf des Sturms, der Ruf des Sturms. Okay, das sind also vier verschiedene Sachen. Ich bin mir nicht sicher. Ich vermute mal, der Ruf des Sturms hat mit dem Teil hier zu tun. Deswegen gucken wir mal, dass wir hier die Quest der Ruf des Sturms machen. Ich werde mal eben hinreiten und dann sehen wir uns gleich dort wieder, vorausgesetzt, sie würde sich aufs Pferd setzen. Bis gleich. Ich bin nicht in der Stimmung. Ja. So, da sind wir. Diese Elfenleichen plündern sich nicht von selbst. Oh, ist auch was für mich dabei? Keine Sorge, ich habe sie nicht alle getötet. Es sind noch viel mehr oben in den Ruinen, wenn ihr helfen wollt. Wie es aussieht, wollen die Seewipern die Sphäre für sich selbst haben. Sphäre? Wir verwenden eine Sphäre der Stürme, um das Wetter zu kontrollieren und unsere Küste zu verteidigen. Wir haben ein paar Seewipern-Schiffe zermalmt, bevor sie anlegen konnten. Jetzt warten wir auf Verstärkung. Wir hoffen, sie kommen noch rechtzeitig, um etwas ausrichten zu können. Wir? Wo sind die anderen Verteidiger? Tot. Oder irgendwo versteckt. Es spielt keine Rolle. Ich muss die Seewipern daran hindern, in die Ruinen vorzudringen, bis die Verstärkungen des Talmor eintreffen. Sie haben einen Himmelsschlüssel in ihrem Lager. Damit kommen sie geradewegs in die Ruinen, wenn ihr ihn nicht vorher an euch nehmt. Interessiert? Ich hole diesen Schlüssel. Durchsucht die Zelte um die Ruinen. Wir treffen uns am Eingang der Ruinen, direkt hinter den Steinstufen. Wo bin ich hier? Es ist eine Aileiden-Ruine. Die Sturmwächter nutzen sie als heiligen Ort für die Verwahrung der Sphäre der Stürme. Dürfte ich anmerken, dass dies nicht der beste Zeitpunkt für Plaudereien ist? Die Seewipern werden nicht auf uns warten, bevor sie sich auf den Weg zur Sphäre machen. Ja, aber die habe ich doch schon alle erledigt. Ja gut, die hier nicht. Wer genau seid ihr? Ich? Ich bin nur eine Soldatin. Ich halte dieses Gebiet für die Sturmwächter sicher, üblicherweise. Ich war nur kurz weg und als ich zurückkam, sind die Seewipern auch schon durch die Ruinen gestapft. Es ist eine Weile her, seit ich mich ein bisschen austoben konnte. Ich werde unseren Invasoren meinen wärmsten Empfang bereiten. So, sie war nur kurz weg. Was ist die Sphäre der Stürme? Irgendein magisches Aileidengerät. Die gesamte Ruine wurde so gebaut, dass sie die Kraft der Sphäre bündelt. Mit ihr lässt sich das Wetter ziemlich gut kontrollieren, zumindest in den richtigen Händen. Die Sturmwächter nutzen und beschützen die Sphäre, und zwar schon seit Jahrhunderten. Wer sind die Sturmwächter? Sie sind Bosmer, die geschworen haben, die Sphäre zu verteidigen. Manche sagen, sie hätten von den Aileiden selbst gelernt, wie man die Sphäre einsetzt. Sie benutzen die Sphäre, um die Küste zu verteidigen und sich um den Wald zu kümmern und all solchen Kram. Sie sind wie eine Art Mönche, die über Blitze gebieten. Okay, dann treten wir diesen... dann treten wir den Mönch mal in den Hintern. Laufe ich jetzt richtig? Ja. Berg den Himmelsschlüssel. Das wäre wieder hier. Oh, Hallöchen. Ganz schön mutig, einfach da reinzufassen. Ja, werden schon keine Schlangen rausspringen, Funke. Alles gut. Hey, hier drüben, hinter den Wurzeln und Leichen. Ich stehe doch schon vor dir. Glücksschuss von einer dieser Seewipern. Wie es aussieht, muss ich diese Tanzstunden verschieben. Habt ihr den Himmelsschlüssel gefunden? Ja, ich habe ihn. Wenigstens hatte jemand anderes mehr Glück. Nehmt den Schlüssel mit rein und findet die Sturmwächter. Mit diesem letzten Himmelsschlüssel in ihrem Besitz wären sie so sicher behütet wie Fackelkäfer in Bernstein. Werdet ihr zurechtkommen? Diese kleine Bauchwunde? Ich wurde schon schlimmer erwischt. Einmal hat eine wütende Reifzecke. Aber mal ehrlich, das ist nicht die Zeit für Geschichten. Wir tauschen die Geschichten über unsere Abenteuer lieber aus, sobald ihr wieder zurück seid. Wie haben die Seewipern von der Sphäre erfahren?
Sicher sein kann ich mir nicht, aber ich vermute, dass Firas dahinter steckt. Er war ein Sturmwächter, doch vor einer Woche verschwand er plötzlich. Ich glaube, er war unzufrieden damit, wie die anderen die Sphäre eingesetzt haben. Oder vielmehr darüber, dass sie eben gerade nicht eingesetzt haben. Habt ihr irgendeine Ahnung, was ich in den Ruinen finden werde? Ich möchte nicht unvorbereitet dort hinein. Seewipern. Also seid bereit für etwas Randale. Die Sturmwächter haben sich wahrscheinlich inzwischen eingeschlossen. Es wird richtig knifflig werden, da hineinzukommen. Knifflig? Inwiefern knifflig? Es ist die erste Verteidigungslinie für die Sturmwächter. Schaut nach den Tafeln mit den Sternbildern. Aktiviert den Turm, den Schatten, die Liebende und die Diebin. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Falls ihr das vergesst, bin ich mir sicher, dass ihr es wieder herausfinden könnt, wenn ihr euch in den Ruinen umschaut. Ja, kein Problem. Das schreiben wir mal kurz auf. Also Turm, Schatten, Liebende und Diebin. Okay. Ja, ist doch nett, dass ihr uns direkt die Lösung an die Hand gibt. So. Achso, dann kommen wir dahin. Von da aus können wir aber rechts gehen. Okay. Dann schauen wir doch mal eben, was wir hier alles einsammeln können. Da ist auch noch was zu lesen. Und zwar Firas Tagebuch. Ah, okay, das passt zur Story, so wie es aussieht. Angesichts des bevorstehenden Kampfes schreibe ich dies hier nieder, um meine Taten zu erklären, falls ich das Ende des Gefechts nicht erlebe. Ich bin Firas, ein Sturmwächter. Ich habe meinen Orden verraten, da ich mein Volk mehr liebe als die, die uns beherrschen. Vor langer Zeit waren die Sturmwächter alle edischen Blutes, aber jetzt gehört das Bollwerk ihrer Macht zu uns. Statt dies zu unserem Vorteil zu nutzen und unserem Volk Wohlstand und Macht zu bringen, nutzen wir es für den Talmor. Das bedeutet, dass wir in Wahrheit Diener der Altmeer sind. Wir können die Sphäre gegen das Dominion verwenden und unsere Küsten und Wälder gegen die Schiffe nutzen. Oder zumindest Steuern erheben, um die Lebensumstände unseres Volkes zu verbessern. Aber unser Anführer Sirnean sagt, dass das nicht geht. Wir müssen uns an die Standards eines Volkes halten, das längst tot ist, und die Sphäre zum Wohl aller Meer einsetzt. Und ich meine eben auch zum Wohl der Khajiit, auch wenn das nicht korrekt erwähnt wurde. Wenn meine Brüder sich also nicht selbst helfen wollen, wende ich mich also an die Invasoren, um sie dazu zu zwingen. Entweder töten die Seewipern die Sturmwächter und ich übernehme die Kontrolle, oder die zeigen den Sturmwächtern, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass die Altmeer uns beschützen. Auch wenn andere mich vielleicht als Verräter betrachten, begehe ich meine Sünden doch nur zum Wohle der Bosma. Tja. Hallo. Tut mir leid. Die kann man gar nicht looten. Hallo? War das die Rache der Ratte, dass ich die nicht looten kann? Also, am Ende ging es ja doch. So, Moment. Hier haben wir nichts mehr, was wir einsammeln müssen. Das heißt, wir können hier durchlaufen. Ja, ist ja gut. Was, ich soll mich anstrengen oder ich gebe an? Oder sie gibt an. Ich habe es jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, sie hat gesagt, ich gebe jetzt mal ein bisschen an. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Ich wollte gerade auslaufen. Das war keine sinnvolle Idee. Alter. Wieso bewegen die sich so? Und wie kann ich die aktivieren? Ach, da oben. Okay, ich sehe schon. Lasst ihr mich jetzt endlich mal in Ruhe? Okay. Turmschatten. Turm. Schatten. Liebende Diebin. Geh mal weg, Funke. Liebende. Und Diebin. So. Dankeschön an die. Ja, Soldaten. Was steht ihr denn jetzt hier alle? Hä? Sind das nicht eigentlich die Bösen?
Warum lassen die mich hier einfach so rein? Ihr seht nicht wie eine dieser Bäume fällenden Seewipern aus. Nee, okay. Ich nehme an, dass man euch also trauen kann. Ist Mariel sicher? Kommt Hilfe. Mariel hat mich mit dem Himmelsschlüssel geschickt. Endlich einmal gute Nachrichten. So CN will, wird Firas für seinen Verrat büßen. Aber wir haben derzeit dringendere Anliegen. Der Feind steht vor unseren Toren und er klopft ausgesprochen heftig an. Dann die blöde Frage, wer ist Firas, nachdem wir gerade das Tag... Naja, Tagebuch war es nicht. Nachdem wir gerade den Zettel oder was auch immer gelesen haben. Ich dachte nur, dass sie jetzt Firas war, deswegen war ich etwas verwirrt. Wer ist Firas? Einst nannten wir ihn einen Sturmwächter. Doch nun ist er nichts weiter als ein launisches Kind. Er verlangte, dass wir die Sphäre zu selbstsüchtigen Zwecken missbrauchen. Er sprach sogar davon, sich gegen den Talmor zu wenden. Das haben wir abgelehnt und ihn ausgestoßen. Doch er hatte seinen Himmelsschlüssel schon an jemand anderen ausgehändigt. Wie kann ich euch helfen? Die Kraft der Sphäre schwindet. Wenn sie nicht bald aufgeladen wird, bricht unsere Verteidigung zusammen. Uns steht in den Sturmatronarchen eine Energiequelle zur Verfügung. Ihre Donnersteine sollten ausreichen, um die Sphäre mit Energie zu versorgen. Wir stünden tief in eurer Schuld, wenn ihr einige dieser Steine besorgen könntet. Ja, kein Thema. Aber wo finde ich Sturmatronachen? Durch die Tür und dann weiter den Gang hinunter. Wenn die Sphäre aktiv ist, sammeln sie sich überall in den Ruinen. Sobald ihr die Donnersteine habt, schaut nach zwei Behältnissen in der großen Halle. Dort saugen wir die Energie in die Sphäre der Stürme. Und dann? Lauft. Wir werden die zusätzliche Energie nutzen, um die Ruinen vollständig zu versiegeln. Falls ihr nicht rasch verschwindet, werdet ihr hier mit uns festsitzen, bis die Invasion vorbei ist. Sagt Mariel, dass wir sie rufen werden, sobald die Tore sich wieder öffnen. Na super, okay. Es gefällt mir irgendwie so gar nicht. Gerade dieses, man muss dann rauslaufen. Noch ein Dummkopf auf dem Weg in ein frühes Grab. Erzählt mir mehr, Meister Sturmwächterin. Ihr wagt es, mich anzusprechen? Unverschämte Hündin. Diejenigen, die sich Sturmwächter nennen, sind kaum den Titel wert. Sie können kaum die Stürme kontrollieren und noch viel weniger Eindringlinge von unserem heiligen Boden vertreiben. Ja, dann ist ja gut, dass ich kein Sturmwächter bin. Wer seid ihr? Was für eine unverschämte Frage. Ich schätze, die Antwort wird euch nichts nutzen. Ich bin die Gebieterin von Elias. Und einst war ich auch die Gebieterin der Sturmwächter. Ohne mich ist dieser Ort nur ein fahles Abbild seiner einstigen Pracht. Unter meiner Aufsicht hätte kein Eindringling diese Schwelle je übertreten. Könnt ihr uns helfen? Helfen? Sie können sich glücklich schätzen, wenn ich sie nicht töte. Sie haben die Sphäre derart stark beansprucht, dass ich zum Erwachen gezwungen war. Und nun bin ich gezwungen, die Verteidigung dessen zu übernehmen, was sie nicht beschützen können. Naja, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie als Geist überhaupt noch was ausrichten kann. Ich glaube, ein bisschen was können die Geister in Tamriel, ne? Ihr würdet euren Orden untergehen lassen? So eine nutzlose Anführerin ist mir noch nie begegnet. Ihr wagt es, eure Stimme zu erheben, Sklavin. Doch ihr sagt die Wahrheit. So wird die Geschichte sich meiner erinnern, falls ich nichts dagegen unternehme. Ich kann euch zwar nicht mein Schwert leihen, doch ich werde euch vor den anderen beschützen, die erwacht sind. Möget ihr den Sturm ungebrochen überdauern. Okay. Ach so, jetzt sind die gelb. Ah, wenn man nicht mit ihr gesprochen hätte, dann wären die nicht gelb, ja? Also dann würden die mich alle angreifen. Ja, cool. Das ist magisch. Vergiss das. So, zwei Stück brauchen wir nur. Ah ne, ich dachte gerade, da wäre was zu lesen. Dann bin ich gerade irgendwie in die falsche Richtung. Ne, Moment, hier oben ist das. Ah. Toll. Hätte ich das gewusst? So muss ich den ja jetzt auch nochmal erledigen hier. Weil der greift mich jetzt so oder so an. Sobald ich mich hier hinbewege. Was hatte der dabei? Schultern?
Ach, da ist er wieder. Hallöchen. Vielen Dank. Nein, nein. Oh, kann ich mal mit dir sprechen? So. Für eine Wilde seid ihr vielversprechend. Allerdings nur ein wenig. Vielleicht wird eine weitere Tat euch meinen Respekt einbringen. Und was wäre das? Der Verräter Firas. Er muss sterben. Ich werde keinen Verrat in meinem Orden dulden. Ungehorsamkeit verdient den Tod. Den Feind in unsere Festung zu lassen, hat den Zorn des Sturms geweckt. Ja. Na gut, der ist jetzt eh rot, ne? Ja, komm. Ich werde die Sphäre nutzen und sterb! Alter! Was ist denn jetzt hier? Was war das denn gerade? Hat der mich hier weggedonnert? Tja, ich habe wohl deinen Auftrag erfüllt. Wie es scheint, seid ihr doch etwas wert. Vielleicht sehen sie euch als Rekrutin der Sturmwächter, sobald diese Schutzzauber entsiegelt sind. Über welche Schutzzauber sprecht ihr da? Nun, über die, die eure Kameraden versiegeln. Jetzt, da die Sphäre wieder genügend Energie hat. Firas ist tot. Und daher können sie nun alle Ausgänge unbesorgt schließen. Ihr hingegen solltet euch darüber Gedanken machen, wie ihr selbst von hier entkommen wollt. Wie entkomme ich von hier? Wenn ihr die Treppe hochgeht, wartet eine ganze Armee auf euch. Gefährlich. Aber es wäre durchaus unterhaltsam, euch dabei zuzusehen, wie ihr euch durch die Seewipern kämpft. Es gibt allerdings noch einen anderen Weg, falls ihr Interesse daran habt. Einen nur für Freunde der Sturmwächter. Was für ein Weg soll das sein? Es gibt ein verstecktes Ausfalltor unter einer Steinplatte gleich um die Ecke. Gebt ihr einen kräftigen Schubs und ihr findet euch draußen vor der untersten Ebene wieder. Das ist der letzte Ausgang, der versiegelt werden muss. Aber trödelt nicht. Oder lasst euch von diesen Mahomer-Schwachköpfen entdecken. Verwendet die Geheimtür. Ach so, das ist die Treppe, das ist dann in der Richtung. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist doch jetzt auch oben an der Treppe. Aber das ist hier. Ja. Mal eben durch den Geheimgang gegangen. Sehr schön. So, wo ist denn hier? Platinflöz. Das nehmen wir doch mit. Wo ist denn die gute Dame hier? Sind die jetzt alle hier draußen? Hoppala. Ich wollte eigentlich gar nicht springen. Hä, die haben doch gesagt, dass sie da drin sich selber versiegeln wollen, oder nicht? Hä? Schon zurück? Wie geht es den anderen Sturmwächtern? Ich kann es kaum erwarten, die Seewipern ordentlich zu verprügeln. Ach, das sind gar nicht die von drinnen. Okay. Sie haben die Ruinen abgeriegelt. Niemand kommt rein oder raus. Also außer mir. Nun, nur Ifre weiß, wie lange sie dort drin feststecken werden. Zumindest ist die Sphäre jetzt vor den Seewipern sicher. Die Sturmwächter werden eure Hilfe nicht vergessen. Möge der Sturm vor euch voranreisen, wie man so schön sagt. Ja, und wir haben ein robustes Kürass erhalten vom Set Erlösung. Und 15 Siegel der Bestrebung. Warum? Weil wir eine Quest gemacht haben, nehme ich mal an. Ich weiß es nicht so genau. Okay, ich schaue jetzt nochmal eben. Ja, schließe zwei Quests ab, genau, daran lag es. Ich habe gerade schon gedacht, kriegt man jetzt neuerdings schon Siegel dafür, dass man Quests macht. Ja, dann haben wir damit auch diese Quest wieder erledigt. Und da die anderen drei Quests waren, das glaube ich, alle hier in der Umgebung liegen, werde ich einfach mal hier bleiben. Und werde mich aber jetzt erstmal von euch verabschieden. Und ja, sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge.
Ciao.